Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Battlefield 4 mit mir, Blair's Club Member. Ich wollte euch heute einfach mal das Testgelände zeigen. Das lädt gerade ein bisschen hoch. Achso, wegen den Battle Packs, was ich letztens gesagt habe, alle zwei Level bekommt man ein Battle Pack. Und bei den Waffen, wenn man sie alle durchgespielt hat, dann kriegt man danach nochmal 7 Battle Packs für bestimmte Kills. Dass man auch alles für die Waffe freigeschalten hat. So, ich wollte euch eigentlich Battle Packs zeigen, aber leider ist es schief gegangen bei mir. Tut mir echt leid. Aber ich werde es nachreichen, weil ich da einen Fehler gemacht habe. Also, willkommen beim Testgelände. Wir suchen uns jetzt einfach mal, keine Ahnung. Nehmen wir halt mal den Scharfschützen. Ich liebe den Scharfschützen. Nehmen wir mal die Waffe. So. Dann schauen wir einfach mal drauf, was wir da alles so machen können. So, das ist das Testgelände hier. Und der Vorteil an dem Testgelände ist wirklich, dass wir hier alles ausprobieren können. Ihr seht, wir haben hier verschiedene Scharfschützengewehren sogar. Panzerfaust, Munition und so weiter. Alles mögliche, was wir ausprobieren können. Jetzt können wir hier zum Beispiel das Sniper üben. Hier seht ihr zum Beispiel. Und... ja. Aber wie gesagt, hier kannst du alles üben, ohne dass du jetzt großartig deine KD kaputt machst. Ja. Verdammt schwer, das Ding zu treffen. Also wie gesagt, wir haben hier mehrere Auswahl. Oh, was haben wir denn hier? Oh, das ist doch nice, das Ding. Das Einzige, was mich beim Scharfschützengewehr ein bisschen nervt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber das war, wie gesagt, immer einzeln nachladen muss. Zumindest bei dem jetzt, außer die Audio-Sniper, aber die bekommen wir ja später. So, dann schauen wir mal. Hier haben wir lauter Boote. Hier oben seht ihr natürlich Flugzeuge rumfliegen. Das hat den Zweck, weil wir auch mit dem Düsenjäger hier rumfliegen können und können dabei testen, wie gut wir fliegen können. So, hier haben wir einen Panzer. Mit dem können wir hier in der Gegend rumfahren, logischerweise, ganz klar. Und hier haben wir nochmal einen Panzer, auf den wir schießen können und können schauen, wie die Einzelnen darauf reagieren. Das heißt auf Deutsch gesagt, wir können schauen, ob ein Schuss reicht oder zwei Schuss reicht. Jetzt zum Beispiel von der Seite hat er genug Panzerung. Ein Kumpel von mir hat gesagt, von hinten ist er am besten. Also schauen wir mal. Oh ja, da macht er schon ein bisschen mehr Schaden. Auf jeden Fall, ja, seht ihr, das brennt jetzt hier. So, man kann hier alles ausprobieren. Die Waffen, PMT, also... alle möglichen Sachen halt, was es hier so gibt. Ah, jetzt haben wir hier gesehen, wenn wir auf diese Dinger da schießen, dann kriegt er sogar mehr Schaden ab. Ist er hart. Also hier kann man alles ausprobieren, wie es aussieht, wie die wie der Schaden ausgeteilt wird und so weiter. Kann man ein bisschen trainieren, das Fahren kann man ein bisschen trainieren. So, was haben wir hier noch stehen? Gucken wir mal, da haben wir eine mobile Abwehr stehen. Das Ding ist so cool, also das hat man auch im Ding, im Multiplayer, dass man damit dann, also von der Ferne schießen kann. Und ihr seht auch, die Schlangen auch ziemlich gut rein. Da seht ihr ja die Dinger.
Ah, das ist der M142. Okay, jetzt haben wir die Bezeichnung auch. Die ist mir gerade nicht eingefallen. So, dann haben wir hier einen Quad. Dann haben wir hier einen LAV25. Wo wir auch ausprobieren können, wie das einzeln funktioniert. Dann haben wir nochmal ein anderes Modell, den LAV-AD. Der ist dann eher für die Flugabwehr gedacht. Haben wir hier irgendwo ein Flugzeug? Na, da zum Beispiel. Da und. Ihr seht schon, sehr effektiv das Ding. Auf alle Fälle. Der MG ist natürlich auch nicht schlecht. Für feindliche Soldaten, würde ich jetzt mal sagen. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den Flugzeugen. Die haben wir da hinten auf der Landebahn. Die können wir nämlich auch ausprobieren. Das ist richtig schön. Weil das super Gute an dem Ganzen ist natürlich, viele können das Fliegen nicht. Ich kann es persönlich auch nicht so dolle. Also, bei Battlefield 2 bin ich noch nie so wirklich geflogen. Höchstens auf die Schnauze. Aber hier haben wir die Möglichkeit, dass wir es ausprobieren können. Dass wir testen können, wie das Fliegen so ist. Oder muss ich da manuell einsteigen? Ich glaube, da muss ich manuell einsteigen. Hier haben wir die verschiedenen Helis, die es gibt. Von Transportheli bis zum kleinen Kampfheli und dann nochmal ein Kampfheli. Aber wie gesagt, man kann hier wirklich alles ausprobieren. Und das ist das Schöne dran. Also, falls jemand nicht das Fliegen mächtig ist, so wie ich zum Beispiel, kann man hier schön das Fliegen lernen oder ein bisschen üben. Man kann, glaube ich, auch zu zweit hier drauf gehen, dass man zu zweit das übt. So. Also Düsenjäger, glaube ich, müssen wir doch direkt dorthin. Also direkt einsteigen, aber das machen wir dann. Aber jetzt kann ich euch zum Beispiel auch die Boote zeigen. Moment, da vorne sind nämlich Boote. Wow. Also ihr seht schon, ich bin nicht der perfekte Flieger. Aber ich muss zugeben, die Steuerung, die hat sich ein bisschen vereinfacht. Die ist ein bisschen handlicher wie bei Battlefield 3, muss ich sagen. Also ich kann hier auf jeden Fall besser landen. Das habe ich früher nicht so wirklich hinbekommen. Ja. Also ich muss sagen, die Steuerung fürs Fliegen finde ich echt effektiv besser wie bei Battlefield 3. So, dann landen wir hier mal. Wow. Das war eine harte Landung, aber egal. So, dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal zu dem Boden. Dieses Paradies oder Inselparadies, wie man das schimpfen kann, ist im Multiplayer auch eine Insel. So in der Art aufgebaut, aber ich denke mal, das war die Absicht hier. So, hier haben wir ein kleines Wassermotorrad. Sehr schön damit zu fahren, aber das Problem ist, ihr seht es hier selber, sehr schwer zum Lenken. Gerade wenn man jetzt noch einen Boost einsetzt. Wow. Scheiße. Also, da geht es ziemlich leicht, dass man sich verdrückt oder wenn man gegen die Wellen fährt. Aber das sind die einzelnen Fahrzeuge hier im Battlefield. So, haben wir hier noch ein Boot mit einem MG vorne drauf. Auch sehr effektiv. Aber eigentlich nur für kleine Fahrzeuge. Und dann kommt das große Boot mit einem Motorboot noch hinten drauf. Also Motorradboot hinten drauf, wo man auch benutzen kann. Was natürlich effektiv ist. Und natürlich mit Kanone von drauf. Was natürlich auch sehr viel Spaß macht. Aber die Kanone, die braucht ein wenig. Bis er das Ding da kaputt kriegt. Es gehört auch ein bisschen Übung dazu, das hier zu probieren.
Weil, wie gesagt, die Wellen, die tun das ab und zu mal wirklich verhindern, dass man so viel Schaden macht. Aber ich finde das Ding stylisch. Richtig stylisch. Ihr merkt schon, man kann so spielen, man kann so spielen. Okay, auf Hardcore hat man das Fahrtenkreuz nicht dabei. Das heißt, dann können wir nicht so spielen. Weil da kannst du ja überhaupt nicht mehr ziehen. Und macht auf jeden Fall Sinn. Macht auf jeden Fall viel Spaß. Und da haben wir noch Lenkraketen. Ich habe gerade gemerkt, die waren ein bisschen doof. Also wie gesagt, die wo auch sich nachladen. Ich glaube, da muss ich warten bis 2 wieder. Ne, doch nicht. Okay, jetzt müsste ich mich, glaube ich, mal umbringen. Dass ich weiß, dass ich irgendwie... Das macht ja nichts, weil KT gibt es hier nicht. Also können wir uns umbringen. War ein bisschen C4. Bum, bum. Und... Boom. So. Genau, hier haben wir das Problem. Wir können erst düsen hier fliegen, wenn wir tot sind. Also düsen hier können wir nur direkt einsteigen. Wie in der Map auch. Früher konnte man auch landen und starten und... Fand ich eigentlich recht nice, aber jetzt geht es nur noch so. So, willkommen im Düsenjäger. Wir haben jetzt solche Ziele hier oben, dass wir das auch ausprobieren können. Und hier kann man ein bisschen lernen, wie es mit dem Düsenjäger fliegen ist. Ob man in der Ansicht fliegen will oder mit der anderen. Ich finde die eigentlich geiler. Weil so sehe ich wenigstens, wie ich fliege. Aber... Wie gesagt, es ist immer unterschiedlich. Ich habe so aber auch noch nie geübt. Aber so kenne ich das aus Battlefield 2, genau. Battlefield 2 war das. Also konnte ich das irgendwie besser. Ich glaube, wenn ich irgendwann mal das Fliegen anfangen sollte auf einer Karte, dann werde ich doch, glaube ich, eher so fliegen. Also, da hört sich's irgendwie komisch an. Oh. Mal so dieses Geräusch. Achso, und das Neue, was noch dran ist, ist, dass wir hier ein Radar haben. Und mal sehen, wo die einzelnen Flugzeuge sind. Also, dieses Testgelände finde ich geil für Anfänger. Effektiv. Dass man wirklich ein bisschen trainieren kann. Gerade wenn es mit den Waffen geht und so. Natürlich im Multiplayer ist das Ganze ein bisschen anders, weil klarerweise bleiben da die Gegner nicht so schön stehen. Wow. Also sind die Gegner auf jeden Fall nicht so schön. Okay, das war jetzt scheiße. Aber egal, das macht ja nichts. So. Das war's im Großen und Ganzen auch schon. Oh, wir haben hier noch eine A10. Dann probieren wir die doch auch gleich mal aus. Ah. Die habe ich selber noch nicht ausprobiert. Das ist, glaube ich, ein Bomber. Wow, wow. Okay. Das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Also, das ist mir jetzt auch neu. Ich wüsste mich gar nicht, wie man da fliegen soll jetzt. Wow! Habt ihr das gesehen? Was war denn das für ein Bug?
Was war denn das für ein Bug? Ich bin reingestürzt, aber ich lebe noch. Okay, das muss ich dann selber noch ein bisschen rauskriegen. Aber wie gesagt, was auch im Battlefield neu ist, ist ja, das kann ich hier auch mal zeigen, weil das in der letzten Map, wo ich ja gespielt habe für euch, leider untergegangen ist, weil da kein Wasser war. Hier kann man nämlich auch tauchen. Nämlich mit der Strong-Taste oder mit der Y-Taste, wie sie schimpfen. Das einzige Problem ist, man kriegt kein Lungenvolumen angezeigt oder wie lange man unter Wasser bleiben kann, sondern es passiert Folgendes einfach. Man bleibt zu lange unter Wasser. Das dauert jetzt ein kleines bisschen. So, und dann wird der Bildschirm ein bisschen rot und dann verliert man Leben. Aber was auch noch neu ist, man kann die Sekundärwaffe nehmen. Dann kannst du auf dem Wasser schießen. Also wenn hier jetzt ein Soldat wäre, kannst du aus dem Wasser schießen, auch wenn du schwimmst gerade. Das haben sie echt nice gemacht. Definitiv. So, la. Aber wie gesagt, wer Battlefield 4 hat oder sich zulegen will, der kann so dann das Einzelne ein bisschen trainieren. Hier hat man auch eine Scharfschützenabteilung, das finde ich natürlich auch nicht schlecht. Was? Fässer auslösen? Wie Fässer auslösen? Ach, wie nice ist denn das? Dass man ein bisschen trainiert. Ach, da kommen die dann aber immer wieder zurück, okay. Mit T kann man heranzoomen, dann geht das natürlich ziemlich einfach. Gerader Winkel ist auch ziemlich einfach, muss ich sagen. Aber wenn es dann in die Weide geht, dann hat man doch ein paar Probleme. Weil dann hat man das Problem, dass einfach mal weiter hochschießen muss, als man das Ziel überhaupt anvisiert. Oh. Das hasse ich an der Sniper. Immer dieses gleiche Nachladen und das macht das Ganze ein bisschen problematisch. Oh. Ah, jetzt hat's geklappt. Das war... Ah, doch. Ah. Der letzte ist... Der ist ziemlich hartnäckig. Ah. Okay. Na, langsam kommen wir rein. Ja, auf jeden Fall, so kann man das Ganze auf jeden Fall trainieren. Dass man im Snipern auch ein bisschen besser wird. Aber nichts geht über Multiplayer, dass man es natürlich am besten lernt. Hier haben wir noch ein paar Panzerfäuste. Ist doch auch schön. Aber hier kann man auf Deutsch am besten lernen oder trainieren, wie man am besten schießen kann. Okay. Was war denn das jetzt? Keine Ahnung. Scheint mal irgendwie auch unendlich Munition zu haben. Dass man das Ganze auf jeden Fall testen kann. Was ist denn das für ein Ding? Ah, nur ein Truppentransporter, okay.
Boah, lässt er sich scheiße lenken, ne? Aber scheint gut gepanzert zu sein. Oh man, doch nicht hier unendlich Munition, schade. Ja, auf jeden Fall, hier kann man alles austesten. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch viel Spaß und ich werde jetzt kurz in den Heli reingehen. So werde ich das Ganze dann auch beenden und ich würde sagen, man sieht sich oder hört sich. Vielleicht schießt man sich auch mal auf dem Battlefield-Server. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß dabei. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder und ein gutes Spiel. Ja, viel fahren. Und wie gesagt, wenn ihr das Spiel anfangt, probiert einfach hier mal ein bisschen aus, wenn ihr mit dem Fliegen noch nicht so gut seid. Trainiert ein bisschen, habt Spaß und dann könnt ihr natürlich demnächst alles vielleicht auch im Multiplayer rocken. Natürlich, da werden die Gegner sich ein bisschen wehren. Aber wie gesagt, zum Trainieren ist das Ganze hier gar nicht mal so schlecht. Dass man weiß, wie was funktioniert. Und das ist natürlich immer wichtig, klar. Oder wie sich der Heli verhält. Also bis dann, haut da mal rein. Ciao.